Michel Barnier wird Frankreichs nächster Premierminister. Präsident Emmanuel Macron beauftragt den ehemaligen EU-Chef und der Händler für den Brexit mit der Regierungsbildung. Der 73-jährige konservative Politiker hat eine lange Karriere in Frankreich und auf EU-Ebene hinter sich. Er war unter anderem französischer Landwirtschafts- und Außenminister und EU-Kommissar. Macron ließ sich mit der Ernennung eines neuen Regierungschefs nach den vorgezogenen Parlamentswahlen im Juni und Juli mehr als 7 Wochen Zeit. Die Wahl hatte die Nationalversammlung in 3 verfeindete Lager gespalten, von denen keines mehrheitsfähig ist. Trotz des Wahlsiegs des linken Wahlbündnisses hat Macron sich nun für einen Premierminister aus dem rechten Lager entschieden. Aus dem Élysée-Palast heißt es, der Präsident habe sich vergewissert, dass Barnier die Chance auf eine möglichst breite Zustimmung habe.